Fast hätte ich gesagt Apokalypse. Wow. Denn mit der Apokalypse lassen sich wieder Wahlkämpfe gewinnen. Ich habe mir jemanden mitgebracht, der sich mit Weltuntergängen und Apokalypsen auskennt. Dominik Metz, einen angehenden Theologen und Philosophen. Was meint man denn mit Apokalypse in der Theologie? Das Wort Apokalypse stammt von dem griechischen Wort Apokalyptein ab. Und wir finden das in der Johannes-Offenbarung. Und es bedeutet eigentlich Aufdecken. Und zwar Aufdecken dessen, was in Zukunft passieren soll. Die christliche Apokalypse, die sieht diesen Tag danach ja ganz anders. Naja, die christliche Apokalypse würde letztendlich den Schwerpunkt darauf legen, dass das Heil kommt. Mhm. Nicht unbedingt, dass die Katastrophe hereinbricht. Mhm. Natürlich auch, dass die Katastrophe hereinbricht, indem die Welt zu Ende geht. Aber sie hätte immer den Schwerpunkt auf das Heil gelegt, das kommt. Erst dann hat sich das so entwickelt, dass immer wieder Leute gesagt haben, ja, Apokalypse ist Katastrophe. Mhm. Also was heißt Heil? Was kommt dann? Was kommt dann für eine Zeit? Letztendlich, zumindest so der christlichen Tradition nach, ist es das Paradies, was dann wiederhergestellt sein wird. Wir haben am Anfang der Welt einen paradiesischen Zustand, natürlich nicht historisch gesehen, aber theologisch gesehen. Ja. Und am Ende wieder einen paradiesischen Zustand, wenn Gott alle Dinge wieder zurechtrücken wird. Aha. So war die Vorstellung damals. Mein Eindruck ist, diejenigen, die sich mit apokalyptischen Vorstellungen beschäftigen, die haben einfach Riesenangst davor, was zu verlieren. Nämlich ihren hohen Stand, den sie jetzt, wo sie sehen, Mensch Meier, wenn wir den behalten wollen und um uns herum ist ein Ozean, der deutlich anders oder eine Umgebung, die deutlich anders ist, dann tauchen Verlustängste auf und das könnte ja schon alleine sowas wie eine apokalyptische Grundstimmung Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist eine Frage der Perspektive auch. Du hast jetzt gesagt, wir können die Welt äußerst positiv auch sehen, dass wir Fortschritte sehen und so weiter. Aber man kann es eben auch äußerst negativ sehen. Wenn du zum Beispiel jetzt die Terrorgefahr in Deutschland nimmst oder die gefühlte Terrorgefahr, wenn man das jetzt ausrechnet, wie wahrscheinlich das ist, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen, das ist äußerst gering. Ja. Aber die gefühlte Gefahr, ich glaube, das ist der Punkt, auf den wir kommen müssen. Dieses Gefühl, dass es bergab geht, dass es den Bach runtergeht. Und das gibt es zu allen Zeiten der Welt. Man hat ja heute den Eindruck, diejenigen, die sich mit apokalyptischen Vorstellungen beschäftigen, nämlich als Katastrophen vor allen Dingen, die wollen ja eines nicht, nämlich Freiheit. Freiheit für Gesellschaften, das ist ja dann gar nicht vorgesehen, sondern das ist ja schon fast eine Apokalypse, die dazu führen soll, dass man besser kontrollieren kann, was in der Gesellschaft passiert. Das ist ja eine deutliche Veränderung, hat sich ja da abgespielt. Das Stichwort Kontrolle, das du gerade bringst, ich denke, das ist sehr wichtig, denn in allen apokalyptischen Stimmungen in der Bevölkerung, sage ich jetzt mal so, gibt es auch immer die Vorstellung davon, dass es ja eine Instanz geben muss, die das jetzt richten kann. Also man sieht eine Rettergestalt, wenn man so will, am Horizont. Ja. Jetzt in der Apokalypse des Johannes wäre das dann Jesus Christus, der letztendlich die Rettergestalt wäre, aber oft verselbstständigt sich das auch. Und wir beobachten momentan wieder ein Aufleben von apokalyptischen Ideen. Wir sehen die Welt vor dem Untergang oder viele sehen sie vor dem Untergang. Mhm. Und viele Menschen sehnen sich wieder nach irgendeinem Politiker, einem Menschen oder wie auch immer, der alles wieder in den Griff nimmt. Jetzt haben wir natürlich ja auch einen ganz konkreten Anlass, über Apokalypse zu sprechen in den Vereinigten Staaten. Hat ja sowohl Trump wie auch vor allen Dingen sein Berater, sein möglicherweise Chefberater Steve Bannon, die haben ja einen ganz starken Chefstratege, und der sitzt im Nationalen Sicherheitsrat und so weiter. Das sind ja Leute, die mit dem Satz, wir machen Amerika wieder groß, sagen, es ist momentan, Amerika steht kurz vor dem Kollaps, obwohl es dafür überhaupt keine Anzeichen gibt. Warum ist denn der Bannon ein Apokalyptiker? Was hat denn der davon? Ich meine, jetzt mal ganz logisch gesprochen, nehmen wir mal an, es würde wirklich dazu kommen, dann wird auch ein Bannon nicht übrig bleiben. Ja, also, er glaubt schon. Naja, also ich glaube, bei Steve Bannon hat das zwei Gründe. Einmal, er hat große Ideen, er sieht sich als zweiter Lenin, er möchte das gesamte System kippen. Um seiner Meinung nach Amerika zu retten. Und andererseits gehört er zur Gruppe der evangelikalen Christen in Amerika. Und für ihn ist die Idee einer Apokalypse sehr, sehr bekannt. Also die wollen tatsächlich sowas wie eine
große Katastrophe, aus der sie siegreich hervorgehen. Ist das so eine letzte Schlacht, so ein Armageddon? Letztendlich oder so? Ja, für ihn gibt es auch gar keinen anderen Ausweg, als das System komplett zu kippen, um ein neues aufbauen zu können. Man sieht es ja, ich beschwöre die Apokalypse herauf. Ja, ja. Ich erzähle den Leuten, was eigentlich alles schlecht läuft, anstatt ihnen zu erzählen, was eigentlich alles gut läuft. Und wenn ich den Leuten erzähle, was alles schlecht läuft, dann kann ich mich, also Trump letztendlich vielleicht, als Rettergestalt anbieten. Und wir haben gesehen in den Nachrichten, dass Trump sein Atomwaffenarsenal ausbauen möchte. Ja. Warum? Weil er sich selbst als einzigen in der Lage sieht, über Atomwaffen vernünftig zu verfügen. Mhm. Niemand anderes. Nur Atomwaffen sind natürlich, gerade was das Wort Apokalypse betrifft, sind die Atomwaffen das Finale. Und zwar wirklich das Finale. Wenn die einmal zum Einsatz kommen, dann brauchen wir über nichts mehr zu reden, denn wenn alle anderen dann natürlich, die auf der Welt Atomwaffen besitzen, ihre Raketen nur alleine deswegen losschießen, weil sie wissen, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, also müssen sie praktisch in dem Moment, wo sie merken, die Raketen kommen hoch, muss ja hinterher geschossen werden. Aber genau da befinden wir uns in diesem Teufelskreis, weil nämlich Trump sagt, er möchte die Katastrophe abwenden und braucht dafür und die Katastrophe. Er braucht die Katastrophe, um die Katastrophe abzuwenden. Er braucht zumindest das Gefühl der Katastrophe, um die Katastrophe abwenden zu können. Genau, und plötzlich haben wir keinen Retter mehr, sondern überall nur noch Katastrophen. Ja, obwohl es sie gar nicht gibt. Es sie gar nicht gibt. Ja. Aber wir sehen uns selbst ja schon in der Gefahr, dass wir in dieses Katastrophenszenario mit reingehen, indem wir sagen, oh, was für eine Katastrophe ist eigentlich gerade in Amerika passiert. Trump ist Präsident geworden. Das stimmt, es ist unvorstellbar. Also wir beschwören letztendlich schon dieses Katastrophenszenario mit hinauf. Deswegen, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Lasst euch nicht von den Apokalyptikern in den Weltuntergang reden. Die Welt geht nicht unter. Seit 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren dreht sich die Erde um die Sonne und die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Und alles ist gut und alles wird gut bleiben. Keine Apokalypse, die fällt nämlich aus. Schöne Grüße nach Washington.